Lass mal sehen, ob du schon 14 minus 2 rechnen kannst. Dann versuch dich an 14 minus 4 und zu guter Letzt löse 14 minus 6. Klick mal auf Pause und schau, wie weit du kommst. Danach gehen wir das zusammen durch. Ich wünsche dir, dass du die Nüsse knacken konntest. Allerdings wäre der Film dann völlig überflüssig. Na egal. Die Zahl 14, wie sie hier steht, setzt sich aus einem Zehner, deshalb steht die 1 hier vorne, und vier Einern zusammen. Zähl mal fix mit, ob ich hier wirklich 14 Flummis gemalt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist schon mal eine Zehnergruppe. Wir haben hier eine Zehnergruppe. Das hier ist meine Zehnergruppe. Okay, ich kessel das mal eben ein. Und wie viele Einer siehst du? 1, 2, 3, 4, 4 Einer. 10 plus 4, ich habe tatsächlich 14 Flummis gemalt. Diese 1 hier drüben, die steht für die Zehnergruppe, für eine Zehnergruppe. Das ist die eine Zehnergruppe. Das schreibe ich hier gleich mal hin. Also eine Zehnergruppe. Und dann hier sind vier Einer. Also schreibe ich hier vier Einer. Das sind wirklich 14. Cool. Jetzt aber ran an die Buletten. Was ist 14 minus 2? Wenn du 2 wegnimmst, erst einen und dann einen zweiten Flummi. Wie viel sind dann übrig? Nun, wir haben immer noch eine Zehnergruppe. Hier steht immer noch eine 1. Aber was steht dahinter? Wie viele Einer sind übrig? Ja, zwei Einer sind übrig. Es sind zwei Einer. 1, 2. 1, 2. Dein Ergebnis ist 12. Okay, was ist mit 14 minus 4? Warte mal, das muss hier wieder weg. Höher entwickeltes Tafelwischen sozusagen. Dum, dum, geht es so? Mal gucken. Jetzt ist es weg. Super. So, also was ergibt 14 minus 4? Jetzt musst du natürlich 1, 2, 3, 4 wegnehmen. Alle vier Einer sind jetzt weg. Was bleibt dann noch übrig? Naja, genau, die Zehnergruppe, die eine Zehnergruppe. Du hast jetzt also noch einen Zehner, aber keine eine mehr, keinen einzelnen Flummi mehr. Ach, schade. Du siehst, 14 minus 4 ist gleich 10. Und das macht Sinn, denn 14 ist das gleiche wie 10 plus 4. Wenn du die 4 wegnimmst, dann hast du wieder 10. Ich schreibe das nochmal ausführlich. Ja, 14 ist 10 plus 4, ja, das ist 14. Und dann kommen wieder 4 weg. Du hast dann also 10 plus 4 minus 4 und 4 minus 4 ergibt 0, Logo. Da bleiben dann nur 10 plus 0 übrig, also 10. Entsprechend kannst du das hier oben schreiben. 14 ist gleich 10 plus 4 und dann subtrahierst du 2. Du nimmst also 2 weg. Also was bleibt bei 10 plus 4 minus 2 übrig? 4 minus 2 ist 2 und die 2 Einer stehen hier. Nochmal im Klartext. Das vereinfacht sich zu 2, diese 2 hier drüben. Und das vereinfacht sich zu 0, diese 0 hier. Oh mei, jetzt endlich zur letzten Aufgabe. Was ergibt 14 minus 6? Nun, wir nehmen 1, 2, 3, 4 weg. Und dann 5 und 6. Au, Backe, jetzt geht es der Zehnergruppe an den Kragen. Also das Ergebnis wird einstellig. Du hast nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 übrig. 14 minus 6 ist also gleich 8. Puh, jetzt aber Schluss.